Es sind diese glücklichen Gesichter, für die Carola Kerfani und die anderen Barber Angels ihren Job machen. Zum ersten Mal setzen sie ihre Scheren im Tagestreff für Obdachlose in Hannover an. Und das mit voller Leidenschaft. Mir ging es selbst schon mal ziemlich schlecht. Ich habe selber Hartz IV bezogen und weiß halt, wie es ist, wenn es einem gerade mal nicht mehr so gut geht. Und wenn man dann es selbst geschafft hat, wieder auf der Sonnenseite zu stehen, finde ich einfach, dann kann man anderen Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, auch ein bisschen was wiedergeben und einfach ein bisschen was Gutes tun. Und das ist für die Obdachlosen hier beim Sommerfest des Tagestreffs der Caritas ein Grund mehr zum Feiern. Gut 150 Bedürftige kommen vorbei, um sich eine neue Frisur verpassen zu lassen oder ein Make-up. Seit fast anderthalb Jahren sind die Friseure des Vereins Barber Angels Brotherhood auch in Hannover unterwegs, um Obdachlosen umsonst die Haare zu schneiden. Engel Melanie Casavecchia weiß genau, wofür sie das tut. Manchmal fließt ein Tränchen, manchmal sind es einfach nur die Umarmungen, das nette Gespräch. Umso öfter man sich sieht, umso mehr Vertrauen wird aufgebaut. Das ist halt unsere Währung. Den Einsatz der Barber Angels weiß auch Dagmar Münatz zu schätzen. Sie ist Stammkundin bei ihren Engeln. Seit einem Schlaganfall vor über 20 Jahren bekommt sie Erwerbsminderungsrente. Doch das Geld reicht nicht zum Leben. Darum kommt sie jedes Mal, wenn die Friseure mit Schere und Pinsel am Start sind. Heute ist ein besonderer Tag. Mittlerweile fühlt sich das wie ein Teil meiner Familie an. Das ist so schön. Eben das ist es, was Carola Kerfani und ihre 14 Kollegen bei den Barber Angels im Raum Hannover motiviert, die Bedürftigen zu frisieren. Egal ob bei minus 12 Grad im Winter oder eben heute beim Sommerfest. Ein neuer Haarschnitt bedeutet ja bekanntlich ein ganz neues Lebensgefühl. Wenn sie dann zu uns kommen, kommen sie oft ganz oft in gebückter Haltung und so und sind schon in sich gekehrt und traurig. Und dann sitzen sie bei uns, können halt auch ein bisschen was erzählen, kriegen einen tollen Haarschnitt, vielleicht bei den Herren auch den Bart wieder ab. Und dann gucken die in den Spiegel und sehen sich plötzlich wieder, so wie sie früher waren. Und du siehst, was das mit denen macht. Die kommen plötzlich wieder aus sich raus und teilweise haben sie auch einfach neuen Mut wieder. Bei so manchem Vorher-Nachher-Effekt völlig verständlich. Und damit der schon bald wieder alle glücklich macht, kommen Carola Kerfani und ihre Barber Angels demnächst wieder zum Tagestreff. Und dann sogar regelmäßig.